Es ist eine Reise ins Paradies und eine Reise in die Hölle. Die Atombombe ist hier. Sie existiert. Wir müssen in die Zukunft schauen. Die Zukunft. Das war kalter Krieg und Wettrüsten ohne Rücksicht auf Verluste. Sie fühlten sich so mächtig und wussten nicht, was sie anrichteten. Für das Wohl der Menschheit. Für das vermeintliche Wohl der Menschheit wurden Menschen vertrieben, verloren ihre Hütten und Häuser, ihre Existenz. Wir würden gerne nach Hause, doch zurzeit geht das nicht. Es ist alles verstrahlt. Am anderen Ende der Welt, tausende Kilometer von allen großen Kontinenten entfernt, liegt das Bikini-Atoll. Weißer Sandstrand, warmes, glasklares Wasser, Kokospalmen. Doch was aussieht wie ein Urlaubsparadies, ist eine strahlende Hölle. Seit mittlerweile mehr als 70 Jahren ist die Inselgruppe radioaktiv verseucht und damit auf Dauer unbewohnbar. Diesen entlegenen und so idyllischen Ort hatten die USA gewählt, um Atomwaffen zu testen. Um die gewaltige Kraft der neuen Waffentechnologie auszuprobieren, aber auch um ihre Macht und Überlegenheit der ganzen Welt zu zeigen, versenkten die Militärs eine ganze Armada von Kriegsschiffen. Heute sind sie ein Ziel für unerschrockene Taucher, denn nach wie vor strotzen die Fregatten, Zerstörer und Flugzeugträger vor Waffen und scharfer Munition. Le Meilleur à Bonne war gerade 10 Jahre alt, als auf der Insel Rongelap, rund 200 Kilometer entfernt vom Zentrum der Atomexplosion, die Erde bebte. Ja, weil ich war outside all the morning. Well, I don't know, but when it arrived, we thought it was. Wir haben an dem Morgen draußen gespielt. Und als wir das Licht sahen, haben wir uns gewundert, dass die Sonne wieder und dieses Mal im Westen aufgeht. Dann kam der Knall. Wir wussten nicht, was das war. Es war aber so laut, dass einige von uns sagten, vielleicht haben die Amerikaner wieder den Krieg begonnen. Lass uns auf die Ozeanseite gehen und schauen, ob da Schiffe kommen. Wenige Jahre zuvor hatte in der Region noch der Pazifikkrieg getobt. Im Juli 1945 wurde in Potsdam bereits die Nachkriegsordnung verhandelt, doch Japan wehrte sich weiter gegen die Kapitulation. Noch während der letzten Monate der Kriegshandlungen hatte bereits der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA begonnen. Das spielte wohl auch eine Rolle, als der amerikanische Präsident Harry S. Truman den Befehl zum Einsatz der Atombombe gab. Am 6. August startete der Langstreckenbomber Enola Gay mit der Little Boy getauften Bombe an Bord. 8.16 Uhr detonierte sie über Hiroshima. Nach dem Abwurf der zweiten Bombe über Nagasaki 3 Tage später erklärte Japan die Kapitulation. Japan hat unsere Bedingungen vollständig anerkannt. Diese Meldung wurde gerade vom Weißen Haus bestätigt. Dieses, meine Damen und Herren, ist das Ende des Zweiten Weltkriegs. Die siegreichen Amerikaner feierten ihre Bombe wie ein Gottesgeschenk. Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten. Vor kurzer Zeit hat ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe über Hiroshima abgeworfen. Diese Bombe hat mehr Sprengkraft als 20.000 Tonnen TNT. Es ist eine Atombombe. Sie nutzt die Urkraft des Universums. Wir haben die Atombombe erfunden
und wir haben sie genutzt. Es ist eine entsetzliche Verantwortung auf uns zugekommen. Wir danken Gott, dass sie zu uns gekommen ist und nicht zu unseren Feinden. Und wir beten, er möge uns den rechten Pfad zeigen, sie in seinem Sinne zu nutzen. Weniger als ein Jahr nach den feierlichen Worten des amerikanischen Präsidenten sollten wieder Atombomben explodieren. Doch dieses Mal nicht auf Feindesgebiet, sondern auf den Marshallinseln. Die Inselgruppe im Stillen Ozean war nach deren Eroberung unter treuhänderischer Verwaltung der USA. Sie sollte für die nächsten 12 Jahre Testgelände für Atomwaffen bleiben. Von den Schäden hat sie sich bis heute nicht erholt. Jack Niedenthal, selbst Amerikaner, kämpft seit Jahrzehnten für die Rechte der Menschen auf den Marshallinseln. Die USA fühlten sich dermaßen mächtig zu der Zeit. Sie waren zwar in einem Wettlauf mit der Sowjetunion, doch sie fühlten sich so mächtig. Allein sie wussten nicht, was sie taten. Und es ist offensichtlich, überall. Man muss sich nur mal die freigegebenen Dokumente aus den Tagen ansehen, um zu verstehen, wie sie ihre Position ausnutzten. Ich meine, sie kamen nach Bikini an einem Sonntag nach der Kirche, um mit der Bevölkerung zu sprechen. Wie niederträchtig muss man sein? Man kommt am Sonntag nach der Kirche und fragt die Menschen, ob sie zum Wohle der Menschheit und um alle weiteren Kriege zu verhindern, bereit sind, ihre Heimat zu verlassen. Szene 45, erste Klappe. Und James, sag ihnen bitte, dass die Regierung der Vereinigten Staaten diese mächtige Zerstörungskraft in etwas Gutes zum Wohle der Menschheit verwandeln will. Etwas zum Wohle der Menschheit. So, das war's jetzt? Sie waren in diesem Rüstungswettlauf mit den Russen. Die Russen hatten schon eine Wasserstoffbombe gezündet. Amerika war in Panik. Sie wollten, dass es vorangeht. Sie haben richtig Druck gemacht. Und wenn man alte Aufnahmen ansieht, merkt man, sie haben die Bewohner von Bikini als Nomaden bezeichnet, obwohl diese bereits seit Jahrhunderten auf den Marshallinseln sesshaft waren. Sie haben all diese Mythen über die Menschen verbreitet. Ich glaube, die Menschen auf Bikini waren ihnen schlichtweg egal. Das ist die einzige plausible Erklärung. Wir sind alle Gottes Kinder, hatte König Juda, das Oberhaupt der Bikinianer, gesagt und stimmte dem Umzug seines Volkes zum Wohl der Menschheit zu. 167 Einwohner der Hauptinsel sowie 29 von der Insel Innu wurden 6 Wochen vor den ersten Bombenabwürfen auf das kleinere und unfruchtbare Rongerik verfrachtet. Es war der Anfang einer jahrzehntelangen Odyssee über mehrere Inseln und Atolle. Heute leben die meisten Bikinianer auf Kili und Egid. Kili ist ein winziger Fleck im Meer, hunderte Meilen von Bikini entfernt. Nach Majuro, der Hauptstadt der Marshallinseln, ist es kaum näher. Kili war eine Gefängnisinsel der Japaner. Sie ist es heute noch, sagen die Bikinianer. Mittlerweile ist die Bevölkerung offiziell auf über 5000 Seelen angewachsen. Die Menschen hier nennen sich weiterhin Bikinianer, aber die wenigsten haben Bikini jemals gesehen. Kili kann man bei einem lockeren Nachmittagsspaziergang umrunden. Die Insel hat keinen Hafen und keine Lagune. Das ist nur eine Insel. Dreiviertelmeile lang, dreiviertelmeile breit. Wir haben hier keine Lagune wie bei den anderen Inseln. Die haben eine Menge Fisch. Wir wollen zurück, aber zurzeit ist das nicht möglich. Das ist doch alles verstrahlt. Das erste Mal seit 40 Jahren haben sich vor wenigen Monaten 10 Männer aus Kili auf die Reise in die Heimat der Vorväter gemacht. Ihren historischen Ausflug haben sie für die Nachwelt dokumentiert. Ihre Mission, Fische und Meeresfrüchte mitzubringen für die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Deportation. Das gelobte Land kannten sie bisher nur aus den Erzählungen ihrer Väter. Keiner hatte es vorher je gesehen.
Auf den ersten Blick wirkt die Insel intakt. Weißer Sandstrand, türkisfarbenes Wasser und blühende Kokospalmen. Allein ihre Frucht ist giftig. Auf Bikini zu sein, so die Wissenschaftler, ist nicht gefährlich. Auf Bikini zu leben schon. Denn alles, was hier wächst und tiefe Wurzeln schlägt, ist nach wie vor radioaktiv verseucht. Die Lagune quillt über vor Leben, als wäre nie etwas passiert. Für die Bikinianer aus Kili erscheint die Insel so, wie ihre Vorväter sie beschrieben haben, als reines Paradies. Anders in Kili, ihrer neuen Heimat. Auf dem offenen Meer zu fischen, ist nur bei Windstille möglich. Ein paar wenige Kokosnüsse reifen hier. Die unwirtliche Insel sollte damals, vor 70 Jahren, ein Provisorium sein. Und sie ist es bis heute geblieben. Ich bin verloren an einem Ort, der mir nicht gehört, auf einem Land, das nicht meines ist. Ich treibe auf dem offenen Meer, es ist Gottes Welt, Erde und Wasser. Das haben wir gesungen, als die Amerikaner uns wegbrachten. Aber es ging um mehr als das Wohlergehen der Inselbewohner. Die Atombombe ist hier. Sie existiert. Wir müssen in die Zukunft schauen. Bisher sind nur 3 gezündet worden, keine davon über Wasser. Es ist die Pflicht des Militärs, die Schlagkraft dieser neuen Waffe zu erforschen. Wir wollen für den Einsatz der Atomenergie vorbereitet sein, auf welche Art auch immer, zum Angriff oder zur Verteidigung. Damit auch der Rest der Welt Zeuge werden konnte, hatte man 20 Tonnen Filmausrüstung herangeschafft. Auf den Beobachtungsschiffen wurden Sonnenbrillen gereicht und eisgekühlte Martinis. Beides, die Brillen und das Getränk, kamen im Sommer jenes Jahres in Mode. Außerdem die Kreation eines französischen Schneiders, die er Bikini nannte. Die gesamte Operation Crossroads 1946, bei der nur Atomwaffen von der Größe jener aus Hiroshima und Nagasaki getestet wurden, das war eine Show. 42.000 Männer und Frauen waren dort, 5.000 Strahlungsmessgeräte, Ratten, Schweine, Ziegen. Das war eine riesige Show. Und das nur, um den Russen zu zeigen, hey, schaut mal, was wir haben. Am 1. Juli 1946 hatte sich vor dem Bikini-Atoll eine Armada von 93 Schiffen versammelt. Flugzeuge zogen ihre Kreise am Himmel. Die Vorbereitungen für den ersten Atomtest waren bereits abgeschlossen, als Bernhard Baruch, Vertreter der USA bei der Atomenergiekommission der UNO, darum warb, die Atomenergie weltweit unter internationale Kontrolle zu stellen. Hinter dem schwarzen Vorzeichen des neuen Atomzeitalters liegt eine Hoffnung. Wenn der Glaube uns leitet, kann er die Erlösung sein. Wenn wir scheitern, haben wir die Menschheit verdammt, Sklave der Angst zu sein. Jetzt oder nie ist es Zeit zu handeln für das gemeinsame Wohl. Es ist Able Day, der 30. Juni 1946, der Tag des ersten Tests. NBC unterbricht jetzt das reguläre Programm, um Ihnen ein historisches Ereignis zu übertragen. Den Abwurf der Bombe auf Bikini. In wenigen Minuten wird ein Flugzeug vom Typ Super Fortress die Bombe auf Zielschiffe in der Lagune abwerfen. In Sicht, 22 Schiffe in der Lagune. Schutzbrillen aufsetzen. Die Brillen sind frühestens 10 Sekunden nach dem ersten Lichtblitz zu entfernen. Tausende Foto- und Filmapparate waren im Anschlag. Die Hälfte des weltweit verfügbaren Filmmaterials war nach Bikini geschafft worden.
Die Bombe erreichte eine Sprengkraft von 23 Kilotonnen TNT-Äquivalent, was in etwa jener Kernwaffe entsprach, die Nagasaki zerstört hatte. 93 Zielschiffe waren rund um das Atoll positioniert, darunter japanische Beuteschiffe sowie der ehemalige deutsche Kreuzer Prinz Eugen, aber auch viele amerikanische Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger. 5 sanken sofort, die anderen wurden schwer beschädigt. Unmittelbar nach der Detonation untersuchten Einheiten der US-Armee im Schlepptau internationale Beobachter die Schäden und machten sich ein Bild von der radioaktiven Verseuchung. Die meisten der 5400 Versuchstiere starben sofort. Crossroads war nur der Anfang. Bis heute ist das Bikini-Atoll noch immer unbewohnbar. Trotzdem, es ist eines der exklusivsten Tauchreviere der Welt. In rund 160 Metern Tiefe liegen jene Schiffe, die seinerzeit dem atomaren Scheinangriff ausgesetzt waren. Darunter die USS Saratoga, ein Flugzeugträger, der mit über 250 Metern Länge das weltweit größte Wrack ist, das man mit Lungenautomaten erreichen kann. Auch die HIJMS Nagato liegt dort unten. Einst war sie ein Flaggschiff der japanischen Marine und beteiligt am Angriff auf Pearl Harbor. Die Schiffe sind nun Eigentum der Bikinianer. Sie sind unsere nukleare Flotte, wie sie sagen. Unter Wasser, aber immer noch gefährlich für die Taucher. Kurz danach, 6 oder 7 Jahre später, haben die Russen eine Wasserstoffbombe gezündet. Das wurde bestätigt. Die Amerikaner sind in Panik geraten. Sie hatten zwar selber schon eine Wasserstoffbombe auf Eniwetok gezündet, genannt Mike, doch die Waffe konnte nicht im Krieg eingesetzt werden. Sie hatte die Größe eines zweistöckigen Hauses. Es war nichts, was man ins Flugzeug laden und einsetzen konnte. Sie war also zwecklos. Der Unterschied zwischen dieser Waffe und der auf Bikini war, es war die erste benutzbare Wasserstoffbombe, die die Amerikaner hatten. Sie war klein genug, um in einem Flugzeug transportiert zu werden, und es stellte sich heraus, dass sie 15 Megatonnen hatte. 6 Monate, nachdem die Sowjetunion ihre erste Wasserstoffbombe getestet hatte, liefen die Vorbereitungen für die Operation Castle. Die Wasserstoffbombe Bravo sollte die stärkste Bombe werden, die je von den USA gezündet wurde. Für diese Operation wurde eigens eine Halle zum Zusammenbau der Bombe an der südlichen Spitze dieses kostbaren Stück Lands gebaut. Das ist das erste Mal, dass die Waffen in der Werft zusammengebaut werden und dann zum Explosionsort gebracht werden. Die Bravo-Bombe sollte im äußersten Nordwesten der Inselgruppe zur Detonation gebracht werden. 48 Stunden vorher wurde das Bikini-Atoll vollkommen evakuiert. Allein die mit dem Auslösen der Bombe befasste Mannschaft blieb in einem extra errichteten Bunker auf der südlichen Insel Enyo. Aufnahmegeräte, um die einzelnen Phasen der Explosion beobachten zu können. Vorrichtungen, um Proben einzusammeln, um die tatsächliche chemische Zusammensetzung der Rückstände zu bestimmen. Hochgeschwindigkeitskameras und Aussichtstürme, um Fotokameras zu installieren, um die tatsächliche Reichweite der Explosion zu bestimmen. Messgeräte, um die elektromagnetische Schwingung zu messen, sowie Kameras, speziell ausgelegt, um den Zeitversatz zwischen den Detonationen zu messen. Im Rahmen der Operation Castle wurden bis Mitte Mai 6 weitere Atomtests durchgeführt. Bei Romeo, dem ersten nach Bravo, wurde die Bombe auf einem Schwimmponton im Pazifik gezündet. Diese Testart wurde später bei allen starken Kernwaffentests verwendet, um die Inseln zu schonen.
Beim letzten Test der Operation Nektar wurde die technologische Entwicklung deutlich. Die Bombe hatte bei einem Gewicht von 2,6 Tonnen eine 100-mal größere Sprengkraft als die Hiroshima-Bombe Little Boy. Die hatte noch 4 Tonnen gewogen. Mit der Entlassung der Marshallinseln in die Unabhängigkeit wurde eine eigene Behörde im Rang eines Gerichts installiert, die über Schadensersatzansprüche von Geschädigten urteilen sollte. Um das gigantische Ausmaß der Bravo-Bombe zu beschreiben, liest der Behördenleiter Bill Graham immer wieder aus dem Untersuchungsbericht des Militärs vor. Als die Bravo-Bombe explodierte, bildete sich ein riesiger Feuerball. 10 Millionen Tonnen. 10 Millionen Tonnen pulverisiertes Korallengestein wurden mit den radioaktiven Elementen vermischt und in den Feuerball eingesogen. Umringt von Dampfwolken, die durch die Schockwelle entstanden waren, stieg die Riesenblase aus erhitzten Gasen auf 45.000 Fuß, umgerechnet fast 14.000 Meter während der ersten Minute, und hinterließ eine 4 Meilen große radioaktive Wolke. Sie stieg weiter auf, durchdrang die Grenzen der Troposphäre und ging in die Stratosphäre. Sie verbreitete sich über eine Fläche von Hunderttausenden von Quadratkilometern. Sie erreichte Rongelap, 200 Kilometer von Bikini entfernt, Uterik und andere Atolle. Ein Film, ganz im Stil der Hollywood-Produktion in seiner Zeit, beschreibt das Ausmaß der Verstrahlung. Operation Castle, the fifth in a series of tests at the Pacific Proving Ground. Der folgende Report ist eine Zusammenfassung dessen, was auf dem pazifischen Atomtestgelände während jener Operation 1954 geschah. Es ist bekannt, dass der Niederschlag während der Operation Castle ein Gebiet von über 5000 Quadratmeilen betraf. Dabei erreichte die Radioaktivität ein Ausmaß, das für ungeschützte Personen tödlich sein konnte. Tatsächlich behaupten sowohl das Militär als auch beteiligte Wissenschaftler nach dem Bravo-Test, die Explosion sei überraschend heftig gewesen. Zeitungen berichteten von 46 verstrahlten Bewohnern des naheliegenden Atolls Rongelap, die nur durch Glück überlebt hatten. Die 23-köpfige Besatzung eines 140 Kilometer entfernten japanischen Fischerbootes wurde stark verstrahlt. Ein Besatzungsmitglied starb an den Folgen der Strahlenkrankheit. Fische, Wasser und Land, alles war hochgradig verseucht. Der hochgiftige atomare Niederschlag sah aus wie Schnee. Das kam runter und es fiel uns auf die Füße, auf die Körper, auf unsere Häuser. Die Fenster waren offen, also kam es auch ins Haus. Anfangs hat es nur gejuckt. Einige Tage später hatten wir Blasen an den Füßen. Ich auch. Und auch nachts hat es unglaublich gejuckt. Aber wir wussten nichts Genaues. Wir kannten nicht einmal das Wort Gift. Und von Radioaktivität hatten wir sowieso noch nichts gehört. Das Gift ist farblos. Man kann es nicht sehen und auch nicht riechen. Jeder, der der Strahlung ausgesetzt war, wurde nach Kwajalein gebracht und wurde einer gesundheitlichen Untersuchung unterzogen. Jeder Aufwand wurde betrieben, um ihnen alle Annehmlichkeiten zukommen zu lassen. Viele Frauen hatten Missgeburten und manchmal sahen ihre Babys nicht aus wie echte Menschen. Das Ausmaß der Verstrahlung wurde erst später klar. Das ist das Grab meiner Mutter. Sie war zur Zeit der Bravo-Bombe gerade 16 Jahre alt. Die Menschen aus Rongelap waren der Explosion, die auf Bikini am 1. März stattfand, am nächsten. Und meine Mutter gehörte zu den Opfern, die von der Armee mit einem Wasserflugzeug früh ausgeflogen wurden, weil sie zu dieser Zeit schwanger war. Sie war mit meinem Bruder Robert, mit ihm hier schwanger, als sie aus Rongelap nach Kwajalein ausgeflogen worden ist. Mein Bruder starb 2008 an Magenkrebs. 2008 of stomach cancer
Diese spezielle Krebsart stand in ursächlichem Zusammenhang mit der radioaktiven Strahlung. Sie steht auf einer Liste, auf der alle strahlungsbedingten Krankheiten aufgeführt sind. Das ist einer meiner Cousins, Harry. Als der atomare Niederschlag anfing, wie Schnee zu fallen, war die gesamte Umgebung wegen der entstandenen Wolke ziemlich dunkel. Und sobald es begann, die Menschen zu treffen, begannen ihre Haare wie von Zauberhand auszufallen. Man konnte sie einfach rausziehen. Sie kannten den Grund nicht, aber die Alten sagten, es könnte von den Schneeflocken kommen, wie sie sie genannt haben. Dass Menschen zu Schaden kamen, hatte laut US-Militärs zwei Gründe. Zum einen war die Explosion viel stärker als geplant, zum zweiten hätte der Wind kurzfristig gedreht. Die riesige Menge an Niederschlag und die große Ausbreitung auf Bikini und einige andere Inselgruppen in Windrichtung vom Explosionsort aus gesehen, hatte gravierende Folgen. Dies war die Vorhersage der Windrichtung. Die tatsächliche Windrichtung ging aber in diese Richtung, etwa 10 Grad abweichend von der Voraussage. Trotzdem waren die Winde in einem vertretbaren Rahmen im gesamten Versuchsgebiet. Wie auch immer, der atomare Niederschlag war auf dem Rongelap-Atoll überraschend groß. Das sind beides absolute Lügen, wie wir später aus veröffentlichten Dokumenten erfahren haben. Der Mythos, sie hätten nicht gewusst, aus welcher Richtung der Wind kommen würde, war völlig falsch. Seit die Clinton-Regierung die Dokumente freigegeben hatte, ist bekannt, dass sie sehr wohl wussten, aus welcher Richtung der Wind kam. Und die Entscheidungen wurden von höchsten Stellen in der US-Regierung getroffen. Der Präsident der Vereinigten Staaten gab persönlich den Befehl, den Knopf zu drücken. Das war also alles komplett gelogen. Sie wussten, dass der Wind in die falsche Richtung geht. Sie wussten, er bläst Richtung Rongelap auf eine bewohnte Insel. Die 64 Bewohner der Inseln waren nicht gewarnt worden. Sie tranken das verseuchte Wasser aus den Zisternen. Kinder schmierten sich den radioaktiven Staub in die Haare und taten so, als sei es Seife. Erst 48 Stunden später wurden die Bewohner evakuiert. Doch bereits 3 Jahre später wurden die Inseln für sauber erklärt. Von 1957 bis 1985. Wir alle hatten Schilddrüsenkrebs. Meine Schilddrüse wurde auch vollständig entfernt. Die Testreihe ging weiter. Allein die Operation Castle umfasste 5 weitere Bomben. 2 Jahre später begann die Operation Red Wing mit weiteren 17 Atomtestversuchen. Sie wurden auf Pontons unter und über der Wasseroberfläche gezündet, aus Flugzeugen abgeworfen und in verschiedenen Höhen zur Explosion gebracht. Teva und Huron am 20. und 21. Juli 1956 waren die letzten der Operation Red Wing. 2 Jahre später folgte die Operation Hardtrack mit weiteren 10 Bomben. Insgesamt 23 Bomben hatten in den 12 Jahren seit der Operation Crossroads die kleine Inselgruppe erschüttert und das kleine Paradies zur strahlenden Hölle auf Erden verwandelt. Alles, was radioaktiv ist, findet sich auf den Inseln. Der Feind ist unsichtbar. Tiere und Menschen können ihn nicht riechen und nicht schmecken. Nur in hohen Dosen verbrennt er die Haut wie heißes Licht, das niemand sehen kann. Er nistet sich im Körper ein, unerkannt für viele Jahre. Es sei denn, er wird permanent beobachtet, dann ist der Mensch Versuchskaninchen. Wenn das passiert, ist es tragisch für die Verletzten, egal wie wenige davon betroffen sind. Ob die statistisch gesehen sehr geringe Anzahl an Opfern gerechtfertigt werden kann, muss jeder mit seinem Wertesystem entscheiden, unabhängig von diesem Bericht. Jeder Bürger muss das für sich persönlich einschätzen.
Es gibt einige, die auf dem Standpunkt stehen, es gäbe keinerlei Bedrohung für die freie Welt. Selbstverständlich sind in ihren Augen weder atomare Tests noch atomare Bewaffnung zu rechtfertigen. Die Gegenmeinung ist, dass die Entwicklung unseres Atomwaffenarsenals eine absolute Notwendigkeit ist, angesichts der kommunistischen Feindseligkeit und der atomaren Bedrohung. So betrachtet sind die Opfer durch den atomaren Niederschlag, so es überhaupt welche gibt, unbekannte Soldaten im Dienst der Menschlichkeit. Unbekannte Soldaten in einem Krieg, der nicht ausgebrochen ist und der mit Hilfe unserer Atomwaffen hoffentlich auch nie ausbrechen wird. 1985, fast 30 Jahre nachdem Rongelab als strahlungsfrei befunden und die Bewohner zurückgebracht worden waren, wurden sie erneut evakuiert. Da die US-Regierung auf die wiederholten Bitten der Bewohner nicht reagierte, kam Greenpeace zu Hilfe. Mit an Bord der Greenpeace Warrior die Aktivistin Bunny McDiarmid. Heute ist sie Geschäftsführerin von Greenpeace International. Mein erster Eindruck: Es ist wunderbar. Wir sind in diese Lagune gesegelt, die riesengroß war und umgeben von einer Kette kleiner Inseln. Die größte Insel trägt den gleichen Namen wie das ganze Atoll. Das Wasser ist unglaublich klar. Man kann metertief bis auf den Grund sehen. Und es ist idyllisch, wie man sich im Traum eine bezaubernde Pazifikinsel vorstellt. Diese wunderbaren Sandstrände mit Kokospalmen überall. Auf dem Wasser kam uns ein kleines Boot entgegen, das die Bewohner Bum Bum nennen, voll mit Frauen, die uns gewunken und willkommen geheißen haben. Eine hat ein Schild hochgehalten, auf dem stand: Wir lieben die Zukunft unserer Kinder. Am Strand war eine Art Torbogen, den sie errichtet hatten, um uns willkommen zu heißen. Hauptsächlich waren es alte Frauen und ältere Männer, die zu uns kamen. Im Hintergrund saßen die jungen Männer auf dem Boden. Obwohl ihr Häuptling schon viele Monate lang mit ihnen darüber gesprochen hatte, dass und warum sie umziehen sollten, wurde es für die Menschen erst real, als wir auftauchten. Die Realität hatte die Menschen eingeholt. 95% jener Bewohner, die in den Testjahren auf Rongelab gelebt hatten, litten 30 Jahre später an Schilddrüsenkrebs. Kinder kamen behindert zur Welt. Wir hatten eine unglaubliche Menge an persönlichem Besitz transportiert. Unser Schiff war bis in den letzten Winkel vollgestopft mit Menschen und Material. Wir sind 4-mal hin- und zurückgefahren. Es war eine Nachtfahrt. An beiden Enden der Strecke musste alles be- und entladen werden. Hank Hazen war Maschinist auf der Rainbow Warrior. Seine Eindrücke jener Tage vor über 30 Jahren sind heute noch frisch. Be- und Entladen war das eine. Das andere war die emotionale Anstrengung, denn die Menschen waren sehr bewegt von dem, was passierte, was mit ihnen geschah. Man muss sich das vorstellen. Es waren entstellte Kinder und all das vor deinen Augen. Und wir haben Menschen umgesiedelt. Wir haben eine ganze Bevölkerung umgesiedelt. Die Operation Exodus dauerte 4 Tage und 4 Nächte. 3-mal musste die Rainbow Warrior zwischen Rongelab und der 180 Kilometer entfernten Insel Mejato pendeln. Schließlich hatte sie 300 Einwohner und rund 100 Tonnen Material transportiert. Doch am schlimmsten war der Verlust der Heimat. Land ist wie dein zweiter Name auf den Marshallinseln. Jeder wird geboren und jeder gehört zu einem Stück Land. Jeder hat einen Platz, auf dem er etwas anbauen kann, von dem er leben kann, von dem aus er fischen kann. Das ist dein Geburtsrecht. Das ist deine Zukunft. Es ist das, was du deinen Kindern vererbst. Es ist unglaublich wichtig. Die meisten Urvölker haben das. Und da sind die Bewohner der Marshallinseln nicht anders. Ihre Entscheidung, umzusiedeln und ihr Land zurückzulassen, war eine unglaublich außergewöhnliche und große Entscheidung.
Ihre Vorfahren hatten tausende von Jahren auf dem Rongelap-Atoll gelebt. Jener 17. Mai 1985 war der endgültige Abschied. Nicht nur für die Inselbewohner war die Evakuierung ein Schicksalstag. Auch für die Besatzung der Rainbow Warrior sollte die Aktion prägend für ihr ganzes Leben bleiben. Hank und Bunny kehrten 3 Monate später zurück. Freunde in Mejato halfen ihnen, ein seetüchtiges Schiff für die Versorgung zu bauen. Sie werden uns auch nie vergessen, denn das war keine Einbahnstraße. Als sie uns sahen, haben sie sich gefragt, was hat das alles auf sich? Sie hatten auch keine Ahnung, wie es ausgeht. Und es hat funktioniert. Einige der damaligen neuen Siedler leben noch heute auf Mejato. Andere sind nach Majuro in die Hauptstadt der Marshallinseln gezogen. Den Zusammenhalt als Gemeinschaft, den sie vorher hatten, haben sie nie wieder gefunden. Sie versuchten, ihren sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Deshalb haben die Menschen aus Rongelap eine bestimmte Insel ausgesucht, die nicht von einer anderen Gemeinschaft bewohnt war. Sie wollten so gut wie möglich ihre Gemeinschaft am Leben halten. Das war das Einzige, was sie noch besaßen. Sie hatten ihr Land verloren, ihre Insel. Aber sie hatten noch sich selbst. Sie haben einen ziemlich schwierigen Platz Erde ausgesucht. Es war nicht sehr fruchtbar und auch die Fischgründe in der Umgebung waren nicht sehr ergiebig. Aber sie konnten als Gemeinschaft zusammenbleiben und das war das Wichtigste für sie. Auch die Bewohner des Bikini-Atolls hatten den Versuch unternommen, ihre alte Heimat wieder zu besiedeln und auch sie sind gescheitert. 1968 verkündete US-Präsident Lyndon B. Johnson die baldige Rückkehr der zu diesem Zeitpunkt 540 Bikinianer. Ende 1978 wurde das Atoll erneut evakuiert. Die 139 Bewohner ließen sich hauptsächlich auf Majuro und Ijit nieder, im Majuro-Atoll, wo sie und ihre Nachfahren bis heute leben. Sie nennen sich immer noch Bikinianer, obwohl die allermeisten Bikini nie gesehen haben. Vor 70 Jahren haben die Amerikaner diesen Menschen das Land weggebombt, ihnen alles genommen, was den Insulanern wichtig und heilig war. Die Entschädigungszahlungen, die seitdem jedem Nachkommen zustehen, haben sie schließlich auch ihrer Identität beraubt. Sie wurden zum Nehmen erzogen, eine Haltung, die schon den Kleinsten vermittelt wird. Die einzige Autorität bildet die Kirche. Die Kirche spielt eine sehr große Rolle beim Zusammenbringen der Menschen. Das Erste, was die Menschen von Bikini machten, als sie die Insel verlassen mussten, sie zerlegten ihre Kirche. Und wo immer sie hinkamen, war das Erste, was sie taten, ihre Kirche wieder aufzubauen, um sich später weiter auszubreiten. Sonntag ist der Tag der Gemeinschaft. Nach der Kirche wird gemeinsam gekocht, gegessen, geredet. Ein verzweifelter Versuch, die Gemeinschaft vor dem Zerfall zu retten. Wir haben ganz unterschiedliches Essen. Hähnchen, Fisch, Sashimi, Salat. Alle haben dazu beigetragen. Die Bewohner haben das Essen gespendet. Seitdem diese Menschen aus Bikini wieder ausgeflogen wurden, ahnen sie, dass sie nur Versuchskaninchen waren. 1968 war die Insel sauber und wir konnten zurück. Angeblich sauber. Diese spezielle Gruppe ging zurück nach Bikini. Sie haben dort den Fisch gegessen, das Kokosmark, alles, was eigentlich bekanntermaßen giftig war, haben sie 10 Jahre lang gegessen. 1978 haben sie gesagt, sorry, aber es ist doch zu gefährlich. Aber selbstverständlich waren die Forscher von der amerikanischen Energiebehörde immer wieder auf Bikini und haben eine Menge Untersuchungen an den Menschen dort gemacht und haben immer wieder ihre Strahlenbelastung gemessen. Der Verdacht allein ist ungeheuerlich.
Man muss sich das mal vor Augen führen. Die Waffen sind explodiert, dann kam dieser Niederschlag auf sie runter und für den Rest ihres Lebens wurden diese Menschen andauernd erforscht. Wäre ich das, würde ich mich fühlen wie ein Versuchskaninchen. Das verstehe ich gut. Ob die USA diese Menschen willentlich als Versuchskaninchen missbraucht haben, ist für mich schwer zu sagen. Ich wünschte, ich könnte es einfach behaupten, ja, so war es. Ich habe dies betreffend gemischte Gefühle. Die größte zusammenhängende Community von Bikinianern ist immer noch auf Kili. Auf dem kargen Eiland leben rund 500 Einwohner. Es gibt eine Schule, einen Sportplatz und eine Parabolantenne für die Verbindung zur Außenwelt. Es gibt keine Arbeit, keine Landwirtschaft, nur die monatlichen Schecks aus Amerika. Wer hier lebt und bleibt, hat sich gefügt. Ein Flugzeug bringt die monatlichen Rationen, Diesel für den Generator, Essen, Wasser. Wenn es die Zigaretten vergisst, leidet die halbe Bevölkerung an Entzug. Die Menschen bekommen Nahrungsmittel und zusätzlich etwas Geld. Wir haben eine Zahlung, die jeder hier bekommt. Manchmal um die 100, manchmal um die 200 Dollar. Jedes Mal, wenn das Schiff kommt, sehen Sie, wie viel Nahrung wir haben und wie viel wir brauchen. Bonita hat in Hawaii die Highschool besucht und in den USA in Oregon gelebt. Sie hatte den Absprung geschafft und ist trotzdem zurückgekommen, aus Sehnsucht, wie sie sagt. Hier teilt sie sich nun das Haus mit ihrer Mutter, ihrer Tochter und einer Tante. Was auf den Tisch kommt, wird im fernen Majuro entschieden, wenn die Essensrationen für die Inselbewohner zusammengestellt werden. Dosenerbsen, Dosenmais, Dosenfleisch. Zur Feier des Tages auch mal Hähnchenschenkel, tiefgefroren, aufgetaut, gegrillt. Es ist nicht gesund, was sie uns geben. Altes Hühnchenfleisch, vierteljährlich. Und wie nennt man das Zeug? Pressfleisch. Hier, nimm und friss. Nimm es oder lass es. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es essen. Manchmal ist die See zu rau, um fischen zu gehen. Wir würden gerne auch Fisch essen. Aber wir können nicht. Auch die Schicksalsergebenheit ist eine Spätfolge der Bomben. Die Menschen hier haben, wie ich es nenne, eine Opfermentalität. Sie sagen, ich wurde zum Opfer gemacht. Die Vereinigten Staaten haben mir mein Land genommen, sie haben mich bombardiert, sie haben meine Gesundheit zerstört mit dem, was ich jetzt essen muss. Sie schulden mir alles. Dagegen kann man nicht argumentieren. Ich höre das die ganze Zeit. Ich verstehe das Gefühl. Sie wurden missbraucht und sie fühlen sich alt. Ich kann das alles verstehen, aber das Problem ist, dass das bei den Menschen jegliche Motivation zerstört. Die Insel ist in einer Stunde zu umrunden. Die Landepiste für das Flugzeug beansprucht beinahe eine ganze Seite der Insel. Mehrmals schon wurde Kili überschwemmt. In 6 stürmischen Monaten des Jahres holt die See jeden, der sich mit dem Boot hinauswagt. Als wir die große Springflut hatten, kam das Wasser vom Ozean und gleichzeitig drückte es aus dem Boden hoch. Es war gespenstisch. Es brodelte, quoll hoch und gleichzeitig schwappte es über das Ufer. Und das rasend schnell. Innerhalb weniger Minuten stieg das Wasser an. Seitdem haben wir hier immer wieder Überschwemmungen, wenn die Flut hoch ist und es zeitgleich regnet. Der Regen kann 2-3 Tage anhalten. Wir haben das in letzter Zeit immer wieder. Es kommt und es geht. Nach der ersten großen Überschwemmung wurde so etwas wie ein Deich gebaut. Da waren Menschen aus Majuro und haben versucht, einen Damm zu bauen. Aber das sieht mir nicht sehr sicher aus. Wenn eine erneute Springflut kommt, geht sie einfach drüber. Noch ist die erste Katastrophe, die Atomwaffentests, bei weitem nicht ausgestanden. Da könnte nun die zweite folgen, die Klimakatastrophe. Klimawandel ist ein riesiges Problem. Und ich glaube fest daran, dass es menschengemacht ist. Definitiv passiert es. Aber ich glaube, es wird übertrieben.
Es wird politisiert. Bei der radioaktiven Strahlung gibt es Halbwertszeiten und sie nimmt ab, wenn auch langsam. Aber wenn wir nichts gegen Klimawandel und die globale Erwärmung tun, kann diese Insel untergehen. Ausgerechnet hier, wo die Inseln kaum aus dem Wasser reichen, befürchtet man einen Anstieg um bis zu 3 Meter. Doch niemand weiß, wie groß die Gefahr wirklich ist. Jetzt aber, wo die Ausgleichszahlungen für die Atomexplosion auszulaufen drohen, ist die Erderwärmung ein neuer Hoffnungsfaktor für internationale Hilfe. Die jahrzehntelange Subventionierung hat den Menschen die Eigeninitiative weitgehend geraubt. Hier versuchen sie, etwas anzubauen. Momentan haben wir nur ein paar Schweine, aber sie warten auf jemanden aus Majuro, um den Jungs, die hier arbeiten, beizubringen, etwa Melonen anzubauen. Ich glaube, wir haben diesen Punkt in unserem Leben erreicht. Wir fragen uns, warum sollte ich was tun? Ich werde sicher nie verhungern. Solange ich hier lebe, bekomme ich alles, was ich will. Jedes Haus hat eine Klimaanlage und warmes Wasser und einfach alles. Moderne Technik. Wir haben Handys, wir haben mobiles Netz, ein Kraftwerk. Und selbst das Wasserwerk ist neu. Der befürchtete Anstieg des Meeresspiegels ist für die Menschen auf Kili eine Bedrohung und gleichzeitig die nächste Katastrophe, die ihre Opferrolle weiter zementiert. Was bisher die Atombomben der Amerikaner waren, ist nun der CO2-Ausstoß der Industrieländer. Wenn der Pfarrer vom gelobten Land spricht, ist nicht allen klar, ob es um das Alte Testament geht und das Versprechen Gottes oder um Bikini und das Versprechen der Amerikaner. Mir scheint, der Wunsch, in die alte Heimat nach Bikini zu gehen, ist nur noch so etwas wie ein gemeinsamer Traum. Wie die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die wir aus der Heiligen Schrift kennen. Es leben nur noch wenige Menschen aus der Generation, die aus Bikini, Kwajalein oder Rongerik umgesiedelt wurden. Deshalb habe ich auch gemischte Gefühle, wenn es um die Frage geht, ob eine Rückkehr sinnvoll ist. Das Leben auf der Insel ist nicht nur durch die einsame Lage eingeschränkt. Es folgt strengen Regeln. Die Diskothek, die sie wollten, hat der Pfarrer verteufelt. Fernsehen gibt es nicht. Bleiben Filme auf Video und Kriegsspiele in amerikanischen Uniformen. Und Träume. Ich möchte Krankenschwester werden. Arzt. Ich will in New York leben. Ab 10 Uhr abends ist Sperrstunde. Alkohol ist strengstens verboten. Die Abende sind lang auf Kili. Was die Menschen hier von der Welt erfahren, erreicht sie in Filmkassetten mit Actionfilmen und Videopredigten. Das ist ein Actionfilm. Er ist wirklich wild. Wir haben größtenteils amerikanische Filme, ein paar asiatische. Das war's. Keine Filme vom Bikini-Atoll. Auch wenn jeder hier schon jeden Film ein paar Mal gesehen hat, die Geschäfte für die einzige Videothek der Insel laufen gut. Die meisten Menschen auf dieser Insel lieben es, Filme zu sehen. Sie kommen her, holen sich DVDs, mehr oder weniger jeden Abend. Männer können noch kommen und hier quatschen, Kaffee trinken und Karten spielen. Wir Frauen bleiben zu Hause, kochen und machen, was so anfällt. Im Wesentlichen geht es nur darum, die Zeit totzuschlagen.
Ob die Atombomben es waren, die den Frieden in den letzten 70 Jahren gesichert haben, ist und bleibt umstritten. Die Klage der Republik Marshallinseln vor dem Internationalen Gerichtshof zur Durchsetzung des Atomwaffensperrvertrages wurde abgewiesen. Das Wettrüsten geht weiter, weltweit.